willkommen zurück zu Subnautica. Ich sammle gerade Sachen. Mir ist was aufgefallen, was ich ergoogelt habe. Und zwar, die Druckkompensatoren arbeiten jetzt nach diesen Updates anders als vorher. Und ich habe heute keinen Ton, also keinen Viecherton, warum immer. Die Nachbarn sind dementsprechend heute sehr leise. Aber auch alle Monster, also Gegner-Monster, sind heute ohne Ton unterwegs. Naja, müssen wir heute mal mitleben. Wir versuchen mal heute etwas, ja, friedlichere Sachen zu tun als mich mit irgendwelchen Viechern anzulegen. Und zwar müssen wir die Druckkompensatoren aufwerten, damit sie, ja, upgraden quasi, denn sie funktionieren nicht mehr so ganz wie vorher. So, warte mal, hier ist Korallengedönse. 4. Ich kann schon mal 2 Computerchips machen. Die werden wir so oder so brauchen. So. Und dann brauche ich die Upgrades, denn wir brauchen nur ein Upgrade, was wir dann wiederum upgraden. Also Upgradeception in dem Fall. Alle raus. Und dann gehen wir zur Modification Station. Und dort können wir dann lustige Sachen machen. Und zwar, wow. Wir können die Schubkanone upgraden. Schubkanone projiziert Kraftobjekte. Okay. Und Seemotten-Upgrades. Und zwar Druckkompensator Stufe 2 und Stufe 3. 2 Plaststahlbarren. Wow, das ist teuer. Das ist richtig teuer. Aber fürs nächste brauche ich, glaube ich, sogar 3 Plaststahlbarren. Das ist hart. Plaststahl. Da brauche ich. Lithium. Bleigold. Ich habe hier noch Gold. Das kann weg. Lithium. Davon brauche ich auch welche. Lithium. Du bist Lithium. Habe ich noch genug Titanium? Keine Ahnung. Also, wir müssen erstmal alles umwandeln hier. Umwandeln. So. Titanbarren. Bastal. Habe ich noch Titan? Ich glaube nämlich auch noch ein bisschen. 2, 4, 6, 8, 10. Gut, das passt. Und einmal Barren. Und Plastik. So. Das sollte jetzt fürs erste MK2-Upgrade reichen. Dann können wir nämlich bis 500 Meter Tiefe tauchen. So, Stufe 2. Stufe 3, Plaststahlbarren 3 Stück. Boah, das ist wie Titanium vor allem. Nun ja. Aber, ne, wenn es keine Herausforderung geben würde, wäre es auch echt blöd. Aber das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall noch 2 Upgrade-Slots frei. Das ist viel, viel geiler als das. Die können wir leider nicht mehr, 500 Meter habt ihr gesehen, nicht mehr recyceln, leider. Aber, naja, müssen wir sie halt wegpacken. Dafür können wir jetzt noch andere Upgrades in die Seemotte reintun. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt drin? Wir haben den Zepper, wir haben Druckkompensator und dann könnten wir noch vielleicht Torpedos. Energieeffizienz ist mir ziemlich egal. Sonar. Rumpfverstärkung. Nee. Ich weiß gar nicht, was ich denn überhaupt nehmen soll. Auf jeden Fall die Torpedos, klar. Magnetit. Was ist denn Magnetit? Und wo kriege ich das denn bitte her? Guck mal ganz kurz in unseren Brennofen hier. Magnetit. Benzol, Uran. Reaktor. Rod, cool. Magnetit. Eine Batterie, Kupferdraht. Tja. Das Glas, Magnesium, Schmierstoff, Glas, Silikon, bla bla. Das ist wahrscheinlich was wir finden müssen. Sieht mir zumindest danach aus. Uran. Könnten wir mal zusammenpacken. Zu diesem Uranium-Gedüngsbumse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut. Uran. Klingelingeling. Ja, und was mir gerade einfällt, was noch eine sehr gute Idee wäre, ja,
ist unseren Anzug auswechseln. Denn wir haben ja noch den Strahlenschutzanzug, den wir jetzt inzwischen gar nicht mehr brauchen. Da können wir nämlich jetzt einen anderen Anzug nehmen, der uns dann anderweitig hilft. Ich weiß gar nicht, was gibt es für Anzüge noch? Ausrüstung. Wir haben noch einen Destillanzug. Naja, besser als Strahlenanzug, der uns gar nichts bringt. Also Fasergeflecht zweimal. Habe ich das nicht sogar noch? Faser-Silikongummi. Ich meine, ich hatte noch Fasergeflecht. Nee? Gut, dann machen wir uns halt welches. Das ist ja kein Thema. Okay. Einmal nachpflanzen. Ich sehe gerade nicht so viel. Aber ja. Einmal nachpflanzen. So, Fasergeflecht. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Oh, eins hätte gereicht. Hopp. Sehr gut. Hier wird wieder nachgewachsen. So, Fasergeflecht. Fasergeflecht. Zweimal sogar nur. Okay, dann machen wir halt ein bisschen mehr Fasergeflecht. Ist ja kein Problem. Finde ich nicht schlecht und brauchen wir sicherlich noch für irgendwas. Vielleicht. So. Gut. Wir konnten Schmierstoff aus 3x Windrankenbüschel machen. Ich habe nur eins. Habe ich noch mehr davon? Nein, egal. Packen wir weg. Fasergeflecht. Dann Anzug. Und Destillanzug. Also wir haben weniger Durst. So, Destillanzug, zack. So, dann darf das jetzt gerne weg. Anzug weg, du bist... Nee, halt. Warum? Das aus, das aus. Destillanzug. Stillsuit equipped and capturing body moisture. Moisture. Body moisture. Ich finde moisture so ein ekelhaftes Wort, aber naja, es ist doch irgendwie so... Klingt halt so wie keine Ahnung, Schleim und so. Halt eklig. Oh Mann. So, moist. Gut, das hätten wir. Als nächstes war... können wir schon mal unsere Seemotte testen? Warte mal, bevor wir natürlich losziehen, würde ich gerne... Torpedos? Was brauchte ich jetzt für... Torpedos machen wir später. Erstmal lege ich meine Sachen ab. Und dann Quarz, Kupfer, Gold, Blei. Dann ist hier alles andere. Muss ich noch Gold dran? Das darf hier rein. Das kommt hier rein. Das auch. Gold, Blei. Zack, zack. So, Freunde. Sehr schön. Wir ziehen uns hier nochmal so drei Dinge rein. Schadet nicht. Dann... Ab in die Seemotte. Wir können 500 Meter tief tauchen. Das werden wir direkt mal tun. Na, komm. In der Hoffnung auf neue Dinge. Und zwar... Oh, pff, direkt dagegen gefahren. Super Idee. Vielleicht doch dieses Verstärkungsmodul. Ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall. Wir schwimmen jetzt erstmal so tief, wie wir können. Und gucken, was wir so finden können da unten. Vielleicht dann noch ein bisschen Titanium, was wir ja noch wirklich brauchen werden. Für das MK3. Upgrade oder Stufe 2 im Deutschen. Ich finde das mit dem Mark immer ganz cool. Oder Tier. Tier 3, Stufe, wie auch immer. Gemeint ist im Endeffekt immer dasselbe. So, jetzt dürfen wir endlich tiefer. Über 300 Meter bis 500. Hier geht es nämlich noch tiefer. Und Quarz sammeln müssen wir auch für auch die Upgrades für unseren Scanner. Aber ich glaube, hier ist schon zu Ende. Aber wir können mal hier gut aufbauen. Passen und gucken, ob wir nicht irgendwas Tolles finden. Ich meine, Uran interessiert mich jetzt gerade nicht so, aber das da vorne, das interessiert mich. Kann es trotzdem mal mitnehmen. Alles davon. Und das hier. Was bist du? Salz? Ach so, das sind diese Salzdinger. Okay, die sind leider kacke, weil da nämlich nur Salz drin ist, meine ich. Ach, das sind Diamanten, die hier wachsen. Na gut. Gut. Warum auch nicht? Oh Gott, was bist du denn? Du siehst gruselig aus. Ist hier nur Salz drin? Salz? Salz? Ich glaube, hier ist nur Salz drin. Ich muss mal googeln, ob es da was anderes gibt. So, du bist noch ein Diamant. Nehme ich mit auf jeden Fall.
die lasse ich mir nicht entgehen. Da ist meine Motte, da ist noch ein Diamant und da ist noch ein Diamant. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür ich diese ganzen Diamanten brauchen würde. Unser Messer ist ja auch noch ziemlich heile. Und sobald wir das kaputt haben, können wir ein neues Hardened Knife bauen. Ah, oh, guck mal, sind wieder die Jelly-Wochendinger. Die sind echt so hübsch. Hallo. Aber wir haben auch lange, lange, lange keine Fragmente mehr gefunden. Vielleicht ist der Spielstand gerade auch ein bisschen verbuggt und ich muss ihn neu laden, weil wir auch keine Töne haben von gar keinen Viechern. Was hier unten vielleicht so langsam doch mal ein bisschen praktischer wäre, wenn wir Ton hätten, weil oh, kann ich hier eigentlich was von abnehmen? Muss ich mal eben kurz testen, auch wenn es mich killen könnte. Nein. Das ist auch Salz. Schade. Naja, gut. So. Weiter geht's. Oh, wir sind schon fast an unserer Grenze angekommen. Caution. Passing safe. Caution. Passing safe. Oh mein Gott. Alter Vater, da haben wir schon... Oh, sind die eklig. Ach du Scheiße. Ach du heilige Kacke, sind die ekelhaft. Oh meine Güte. Die sind ja noch schlimmer als die Krabben. Warum werden die Viecher immer ekeliger hier? Das gibt's doch gar nicht. Ich will nach Hause. Na, schöne Scheiße. Oh Gott, da läuft sie wieder eiskalt den Rücken runter. Oh, wow. Oh, meine Güte. Contenance. Oh mein Gott, das ist echt... Oh. Okay, wir haben die nächste neue Spezies gefunden. Die Oktopodenhoden, oder? Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ist mir auch egal, sind nämlich extrem eklig. Wie viele Augen hatten die? 4? 6 Augen? Und über 8 Arme? Und dann waren die auch noch so durchsichtig, gelartig? Oh, bah, pfui. Also ich sag euch, die Chinesen würden es essen. Hey, that's racist. Entschuldigung. No offense. Ach man, ey. Oh, das war echt... Oh, nee. Schock für den heutigen Tag. Das muss genügen. Oh. Okay, die Nachbarn. Ich würde sagen, ich tu mal ganz kurz mein Spiel neu starten, damit ich bitte Ton habe. Denn wenn ich jetzt gleich... Und ich gehe Titan sammeln für die 3 Plastschallbarren. Dann sehen wir es wieder, sobald ich genug Titan habe. Und wieder Ton. Also, bis gleich. So, ich habe das Tier 3, also Stufe 3, Kompressor-Upgrade hier drin. Wo ist es? Da. Stufe 3 und ich habe ein Vorratsmodul einfach, warum auch nicht, jetzt haben wir den Platz, den wir, den wir auch nutzen können. Dementsprechend wollen wir jetzt mal losziehen. Ich konnte den Ton nicht fixen. Ich weiß nicht warum. Ich habe PC neu gestartet, ich habe Spiel neu gestartet. Vielleicht muss ich es neu installieren. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, was ich weiß, ist, wir fahren jetzt mal zum riesigen Kosch. Denn es ist ja ein Biom und nicht der Reaper Leviathan, wie ich dachte. Sondern der Kosch ist ein Biom mit diesen Pilzdingern. So, ich habe jetzt mal die 1 aktiviert. Bedeutet, wenn uns jetzt hier irgendein Vieh in die Nähe kommt, dann zappen wir es einfach weg. Ganz einfach. Ich weiß nicht, ob es Energie kostet, ehrlich gesagt. Wir werden es erfahren, sobald wir... Ja... quasi ein Vieh erwischen. So, das ist ganz schön weit weg, fast 2 Kilometer, aber wir sind hier zum Glück relativ fix, von daher sollte das ganz easy gehen und möglichst nicht so viele Fische hier wegbumsen. Hop. Und ich sag noch, kann ich jetzt, wenn ich links klicke? Kann ich, warte mal. Ah, ja. I see. Ja. Energie geht so, ne? Das war jetzt kein großer Energieentzug. Ist okay. Ich lasse es mal aus. Können Sie das halt wieder anmachen, wenn man auf die 1 drückt. Ja, wir geben Vollgas Richtung Kosch. Natürlich jetzt ein bisschen erhöhte Schwierigkeit, durch dass wir die Monsterviecher nicht hören. Weniger Nervgeräusche, aber auch, wie gesagt, weniger Ankündigungen, ob jetzt ein Vieh in der Nähe ist oder nicht. Ich denke mal, das gleiche gilt auch für den Reaper Leviathan. Das heißt, wenn der uns unterwegs begrüßt, haben wir ein Problem, weil wir ihn nicht hören. Das wird mal... Oh Gott, hoffentlich gibt es keinen Schreck. Moment, ey. Ich finde es nämlich erschreckend. Ich hasse es, von diesen Viechern erschreckt zu werden. Aber naja, die Sandhaie sind deswegen nicht mehr ganz so nervig. Jetzt hatte ich letztens geguckt, wie die anderen Viecher heißen. Aber ich habe es irgendwie... wieder
wieder verdrängt. Ich habe übrigens ein Pirscher-Ei gefunden. Das heißt, wir kriegen jetzt auch einen Pirscher in unser Aquarium. Finde ich super. Aber das ist wie schon mal. Ich habe auch einen Garryfisch mir geschnappt und den ins Aquarium geworfen. Also unsere Sammlung wird langsam vollendet. Wir müssen langsam auch mal wieder neue Teile finden. Vor allem für den Zyklopen. Was bist du? Du bist auch bald. Wir können jetzt bis 900 Meter tauchen. Das ist ziemlich tief. Stingray. Das war definitiv ein Geräusch. Guck mal, das sind auch neue Viecher. Die sind passiv-aggressiv. Das heißt, kommen wir denen zu nahe, dann schlagen sie zu. Aber sonst lassen sie einen in Ruhe. Das sind auch Hostiles. Nee, es sind... Kann man nicht einsammeln, soweit ich weiß. So, was haben wir hier? Stasegewehrfragment. So, weiter geht's zum Kusch. Wir sind auf 200 Meter. Aha, das meine ich mit den Pinöpeln. Das sind die, die wir suchen. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, muss ich schon sagen. Wie gesagt, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Wo ist jetzt das Ding hin? War doch gerade noch ein... Hä? Wo ist es hin? Gerade war es noch da. Bisschen doof. Ach da, mein Gott. Komisch angeleuchtet. Oh Mann. Startet wir... Mhm. Ist fertig. Gab es hier sonst noch was? Da ist ein Augenfisch. Den will ich haben. Dich will ich haben, mein Freund. Ei, Eis. Mehr. Mehr. Okay. Ganz schön eklig. Oh, die will ich. Mittlerer Kosch. Mittlerer? Jetzt auch kleiner? Machen die eigentlich irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Mittlerer Kosch. Bist du ein kleiner Kosch? Zwergkosch. Hier ist vulkanisch wieder so einiges aktiv. Oh ja, eine schöne Säule da. Nicht meine Motte vergessen. So. Die anderen Kosche. Heißen die Kosche? Kosche auch noch scannen. Sind hier Schießerpflanzen? Sie. Da ist so ein. Wie heißt denn es gleich? Skelett, Rochen, Hai. Wie auch immer. Wobei, kann man die pinken Dinger scannen? Nein. Mittlerer Kosch. Irgendwas höre ich auf jeden Fall. Was? Oh. Er jagt andere Viecher. Großer Kosch. Ich habe ein Erste-Hilfe-Paket dabei zur Not. Also so schlimm wird es auch nicht sein. Gut. Der Vulkan, was zu holen, ist hier gerade nicht außer Sa. Oh, da ist ein Zepper. Also so ein Zepper-Vieh. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, aber die sind auch ganz cool. Die sind normalerweise sind die mega laut. Wie gesagt, wir haben jetzt keinen Ton von Kreaturen. Leider. Weil es ist schon eine ziemlich geile Geräuschkulisse. Aber naja, ich kann es nicht ändern gerade, leider. Zumindest nicht auf die Schnelle. So, da ist ein gigantischer Kosch. Da ist wahrscheinlich auch ein gigantischer Kosch. Ich glaube, die Geräusche kommen vom Biom, weil Kreaturengeräusche haben wir ja, wie gesagt, nicht. Aber, wie heißt du? Riesiger Kusch. Okay. Bisschen verstecken hier. Wenn wir in der Enzyklopädie nachgucken, was die Dinger so alles können und warum man sie einzeln scannen kann. So, wir haben jetzt auf jeden Fall hier erstmal einen Wrack. Und das da sieht aus wie ein Antrieb, meine Freunde. Kurz gucken, sind die Viecher gerade in der Nähe? Nein. Antrieb. Ist so ein Antrieb? Du bist kein Antrieb. Warum ist denn kein Antrieb? Du siehst aus wie ein Zyklopenantrieb. Was hast du? Reifisch? Ist mir egal. Oh. Das haben wir schon. Das da müssen wir mitnehmen für mehr Dingens, Lithium. Wichtig. Ansonsten ist hier gerade nicht so viel. Hier das Ding sieht aus, wenn es abrutschen würde. Ist auch sehr cool gemacht. Oh, Kacke. Dem
sollten wir jetzt nicht zu nahe kommen. Dem auch nicht. Kommen wir hier dran vorbei, ohne uns selbst zu zappen? Ich glaube, au! Bone Shark, so heißen sie. Wo ist er denn? Da ist er. Okay, wir gehen mal zurück in unsere Motte. Bone Shark, so heißen sie, genau. Knochenhai. Ja, wenn man den nicht hört, ist es echt ein bisschen blöd. Ich versuche es in den nächsten Folgen zu fixen. Ist natürlich jetzt nicht so einfach, wenn es mit Neustarten nicht gemacht ist, gegessen ist, dann ist schon blöd. So, wir könnten jetzt, warte mal, war hier ein Höhleneingang? Nein, riesiger Kosch, da sind wir jetzt gerade, oder? Nee, riesiger Kosch. Dann gehen wir mal zu den ganz großen Dingern. Oh, ein... quasi ein, wie heißen sie noch gleich, oh, guck mal. Eine Lava-Quelle. Oh, Vorsicht! Ah! Oh Gott, das war knapp. Was wollte ich sagen? So, das hier ist ein riesiger Kursch noch einer. Den kennen wir ja bereits. Zitteraal, das wollte ich sagen. Zitteraal, das war's. Oh, mein Zitteraal. Zitteraal. Ich weiß gar nicht, wie die wirklich heißen. Okay, ja. Local Kursch. Location Kursch. Gut, ich würde aber gerne in die Tiefe gehen. Hinunter, so tief ist es, aber ich glaube, hier ist kein Höhleneingang. Wo ist denn eigentlich? Zweite Koordinate habe ich gerade nicht. Ich sollte mal nach Hause und mir, Moment, nein. Mir die andere Koordinate in den Helm tun, um zu gucken, ob wir hier irgendwo einen Höhleneingang haben. Das ist nämlich, glaube ich. Nur ein Vulkanloch, aber keine Höhle an sich. Gut, ich würde sagen, zur nächsten Folge schnappe ich mir jetzt mal neue Koordinaten. Und dann gehen wir mal los und gucken, was wir so alles finden können. Und, naja. Mit dem Ton fixen, es könnte schwierig werden. Ich gebe mein Bestes, ich kann nichts versprechen. Aber ja. Ich versuch's. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!